Die westliche Erzählung von einem Putin, der grundlos einen Angriffskrieg begonnen habe, das ist nur eine Nebelkerze. Sie soll ablenken vom eigenen Versagen des Westens. Dieser Krieg, der kam nicht überraschend. Der Westen hat sich wie ein Himmelfahrtskommando auf diese Eskalation zubewegt, mit den Amerikanern an der Spitze. Er hat alle Warnsignale ignoriert, er hat Moskau belogen, hat das Njet means Njet beiseite gewischt und er hat den Kalten Krieg durch dieses dumme Verhalten wieder neu angefacht. Zweitens, die Russen, die sind keine Unschuldsengel. Auch von ihrer Seite gab es schwere Fehler und Provokationen, nicht nur auf militärischer Ebene. Wer die Presse knebelt, Menschenrechtler zu Terroristen erklärt und eigene Staatsbürger sogar im Ausland mit Giftanschlägen verfolgt, der kommt nicht gerade als vertrauenswürdiger Partner rüber.